Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 über Computerspiele zur Weisheit. Das Motto ändert sich ständig, aber das Grundthema bleibt dasselbe. Wir wollen Sachen totschlagen, um uns zu verbessern in unserem Leben. Mit anderen Worten, es geht um Gewalt. Heute reden wir über Gewalt. Und bevor ich irgendwas sage, gucken wir uns direkt ein Beispiel dafür an. Das ist natürlich Cartoon-Gewalt. Das ist ja in diesen ganzen Diskussionen, über die wir gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail reden, immer ein Thema. Ist das realistisch? Gibt es, auch wenn man das, wenn man so Zensur anstrengend unternimmt, ist ja immer die Frage, ist das realistisches Blutvergießen oder ist es gezeichnet? Und wir werden gleich sehen, das ist eigentlich ganz egal. Oder wahrscheinlich ganz egal. Das ist ja mit Studien und mit Daten, das ist immer so eine Sache. Man bekommt keine Sicherheit, man bekommt keine Daten, die einem irgendwas beweisen. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich merke, dass ich gar nicht weiß. Also das da drüben ist ja das Ende von Farron Keep. Da haben wir die Abyss Watchers besiegt. Dann ging es runter in die Dungeons. Aber was ist das da oben? Da ist diese Brücke. Achso, das ist die Cathedral of the Deep. Sieh mal an, die sitzt da oben auf diesem Felsvorsprung. Interessant. Und wir sind unterhalb. Ja, gut. Wieder was gelernt über die Geografie des Ganzen. Ja, ne, wenn wir über Gewalt reden und über Bildsprache, hier dieses Schwert, das ich die ganze Zeit schon mit mir rumtrage, dieses riesige Krummschwert, ist mit getrocknetem, geronnenem Blut weitgehend verziert. Ist das ein Problem? Stumpft uns das ab? Macht uns das gewalttätig? Das ist ja eine endlose Debatte, die ist in Deutschland zum Glück nicht ganz so endlos und nicht ganz so ausgedehnt wie anderswo auf der Welt. In den USA speziell ist das immer, wenn, also wir haben ja dauernd diese, vergessen wie der Euphemismus ist, Mass Casualty Events, glaube ich, also diese entsetzlichen Schießereien, sagt die Deutsche, sagen die deutschen Medien immer, das ist das falsche Wort, diese entsetzlichen feigen Attacken Einzelner mit ihren Massenvernichtungswaffen, mit ihren... Ja, schade, ich dachte, er kommt vielleicht und man kann ihn da irgendwie... Stattdessen geht er weg. Jetzt habe ich natürlich mir hier den Zugang auch ein bisschen verbaut. Ja, die haben immer wieder diese Attacken. Tja, leider bin ich aber fürs Zaubern überhaupt nicht ausgerüstet und habe auch immer noch keine Kleidung nachgekauft. Na je, das kann aber dauern. Ist ein Drittel jetzt erst weg von seiner Health. Na wunderbar. Das zweihändige Führen vom Schwert doch mal zu was gut. Soweit ich das verstehe, das ist ja dasselbe Monster, das wir in der Cathedral of the Deep auch schon mal besiegt haben, war das jetzt ein einmaliger Spawn. Das heißt, der kommt jetzt auch beim nächsten Versuch, Aldrich zu besiegen, nicht wieder. Wir haben noch 10 Estus.
Das ist reichlich. Wenn wir jetzt nicht von diesen hier wieder mit irgendwie. Warum klappt denn das Ausweichen nicht? Ich verstehe es nicht. Na gut. Könnte schlimmer sein. Here we go. Tot. Ich dachte, den Angriff hätte ich schon ein paar Mal ohne Schaden überstanden. Ja, die Gewalt. Reden wir, kommen wir zurück zum Thema. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Abgelenktwerden hier bei diesem Spiel, aber die, oder nicht bei diesem Spiel, sondern generell diese parallele Führung hier mit inhaltlichen Debatten oder Monologen, genauer gesagt, und diesen komplizierten Spielvorgängen ist natürlich so ein bisschen problematisch, das wissen wir ja schon. Einmal down. Oh, for fuck's sake. Das war jetzt so schnell. Der hat irgendwie ein ziemlich gutes Schwert, leider. Ja, ist das jetzt Gewalt? Ist das Gewalt, die meine Sensitivität für Gewalt reduziert? Ist das Gewalt, die, wenn ich dazu neige, in der realen Welt Gewalt auszuüben, mich wahrscheinlicher dazu bringt, das auch tatsächlich zu machen? Also man senkt das meine Schwelle ab, selber gewalttätig zu werden. Und ich kann natürlich jetzt nur aus meiner Innensicht erstmal berichten, dass das für mein Gefühl gar nichts mit Gewalt zu tun hat. Das ist eher so eine Art Sport oder Fingerfertigkeit, so ein bisschen wie Musikinstrument spielen. Man muss im richtigen Rhythmus die richtigen Tasten drücken und auf die Stimuli richtig reagieren, die da auf einen. Ah, sehr schön. Die da auf einen einstürmen. Das gibt's doch nicht. ja, gut. Ich sage jetzt nicht, dass offensichtlich. Ich habe offensichtlich ja irgendwas noch nicht verstanden daran, wie diese Silver Knights interagieren. Egal. Also aus meiner Innensicht hat das mit Gewalt gar nichts zu tun. Gewalt ist was, was potenziell traumatisiert. Gewalt ist was, also sowohl, und habe ich schon mal darüber gesprochen, sowohl wenn man es ausübt, als auch wenn man es empfängt. Ist natürlich noch traumatisierender wahrscheinlich, wenn man es empfängt. Und es ist vor allem natürlich moralisch und ethisch und so viel, viel problematischer, weil man dann ja auch noch anderen Leuten Schaden zufügt. Mist, jetzt war ich unkonzentriert und weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Möglicherweise was Falsches. Also jedenfalls ist reale Gewalt mit ganz starkem negativen Effekt verbunden und den empfinde ich hier nicht, im Gegenteil. Das ist, also wir haben natürlich dieses Frustrationsproblem, darum geht es ja hier. Das ist auch gerade durchaus wieder akut, aber abgesehen davon, und dieses Frustrationsproblem hat man ja auch, wenn man jetzt Musikinstrument spielt zum Beispiel, um bei der Parallele zu bleiben am Klavier, man versucht zum 10. Mal jetzt von Mozart die Sonate zu spielen und kriegt die Finger einfach nicht dazu, dass sie die Tasten in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Lauf drücken. Kann auch frustrierend sein. Hat mit Gewalt nichts zu tun. Dargestellt ist natürlich Gewalt und deswegen ist das, glaube ich, auch für viele so verlockend. Also, das ist, glaube ich, dann auch wieder kompliziert natürlich. Es ist ja so, dass immer wenn diese realen Gewaltorgien passieren, wenn wieder einer mit dem Sturmgewehr auf seine Mitschüler losgeht, dann wollen natürlich manche Leute, speziell in den USA, dann davon ablenken,
dass eigentlich die Waffengesetzgebung das zentrale Problem ist und die Tatsache, dass man so leicht an diese ganzen Kriegswaffen kommt. Und um davon abzulenken, zeigen sie dann mit dem Finger auf Computerspiele und sagen, hier ist das eigentliche Problem, diese Leute sind desensitized, sind unsensibel gemacht worden für die Folgen von Gewalt, weil sie zu viel Call of Duty gespielt haben, weil sie zu viel Grand Theft Auto gespielt haben, wo man Leute überfahren kann und dann wird man zum Amokläufer und zum Massenmörder. Und das super Interessante ist, ich habe gerade ein Buch entdeckt namens, sehr schöner Titel auch, Moral Combat, basiert auf dieser ganz alten Spieleserie, die eigentlich Mortal Kombat heißt, also Kampf auf Leben und Tod. Das ist ja so ein Straßenkämpferspiel, wo man sich verschiedene Helden aussucht und dann gegen den Computer oder gegen einen Mitspieler Schlägereien anzettelt. Dieses Buch heißt also Moral Combat und beschäftigt sich mit genau der Frage. Okay, also das hat, ich merke schon, hat überhaupt keinen Sinn, hier so leichtfüßig reinzustapfen, weil dieser Angriff ist nicht überlebbar. Ich muss unbedingt die Signale für diesen Angriff lesen lernen. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Jetzt hat er gerade auch wieder seinen Stab gehoben und ich dachte, jetzt haut er ihn wieder in den Boden und stattdessen war das aber dieser Angriff. Tja. Also, wie gesagt, der Titel, ein Wortspiel mit Mortal Kombat. Das war mein neuen Versuch. Guck, ob ich an den Silver Knights einfach auch vorbeirennen kann, vielleicht. Muss man eigentlich hier jedes Mal. Viel Zeit vergeuden. Wenn es nicht nötig ist. Aua. Aua, aua, aua. Gut. Eine Estes Flasche. Das ist, wenn es mit den Silver Knights gut läuft, komm ich auch nur mit 10 hier rein. Damit kann ich arbeiten. Eieiei. Schon wieder das Spam-Problem, dass ich viel zu viele Angriffe ausführe. Aber bislang läuft es ja gar nicht so schlecht. Ah, shit, dieser Angriff. Wieder nicht kommen sehen. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. So, die Studie, die zu diesem, um mal bei Herrndorf zu leihen, die dieser Gewaltdebatte den Stecker zieht, ist eine Studie, in der sich Forscher angeguckt haben, wie ist das eigentlich mit Jugendlichen im Alter, mit so College-Jugendlichen, ne? Also dieses College, das ist ja so diese Altersgruppe von kurz vorm Abitur bis zum Ende Grundstudium oder zum Ende Bachelorstudium oder vielleicht auch Masterstudiengang bei uns jetzt. Das ist ja immer nicht ganz vergleichbar, weil das System so anders ist, aber das sind so Anfang 20-Jährige, Pi mal Daumen mit ein paar Jahren vorwärts und rückwärts. Und wenn man sich anguckt, wie ist es bei denen mit gewalttätigen Videospielen, dann sind die sehr beliebt. Vor allem unter den männlichen Jugendlichen und jungen Männern liegt das so bei 70%. Das wird niemanden überraschen. Also kennt ja jeder, Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto, alle spielen das. Und alle spielen das auch gerne. Das ist nicht weiter überraschend und das ist ja auch das, was die ganzen Moralkritiker dann immer anführen und sagen, ja, das verdirbt die Jugend, alle spielen sie das, alle spielen sie diesen Gewalt... Na, Himmel. Okay, jetzt mache ich mal definitiv eine Runde, in der ich mir nur angucke, woran man diesen
verfickten Angriff erkennt. Es reicht. Alle spielen sie das und deswegen, wenn das diese Folgen hat, wenn diese gewalttätigen Computerspiele dazu führen, dass die Seelen unserer Jugend verrohen, dann ist das besonders schlimm, weil 70% der Leute spielen das. Und wenn das verroht, dann ist ja kein Wunder, dass wir so viele Massenmorde haben. Der große lustige Denkfehler ist aber, die USA haben ja nur, es gibt immer diese Fälle, von denen man auch weltweit dann hört, Sandy Hook oder Columbine damals. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und diese mit Waffen ausgeübte Gewalt in diesen Schul- und College-Zusammenhängen, die gibt es ja laufend in den USA. Das heißt, die haben eine ganz ordentliche Datenbasis. Und wenn man sich anguckt, wie das bei den tatsächlichen Tätern dieser Angriffe ist, mit den gewalttätigen Computerspielen, dann mögen die gar nicht. Und die Zahl ist wirklich fast grotesk, also vollkommen überraschend. Nämlich, wie gesagt, 70% in der allgemeinen Bevölkerung. Jei, jei. 70% in der allgemeinen Bevölkerung und 17 unter den Tätern. Und das ist so weit entfernt, auch wenn es ähnlich klingt, 70 und 17, dass das vollkommen ausgeschlossen ist, dass das Zufall ist. Jetzt ist natürlich immer so mit so Korrelationsstudien, das wissen wir alle. Beweisen kann man damit gar nichts, vor allem keine Zusammenhänge, keine ursächlichen. Aber es ist definitiv so, dass Leute, die gewalttätige Angriffe in Schulen und Universitäten ausführen, weniger, deutlich, deutlich weniger auf gewalttätige Computerspiele stehen als ihre Kollegen, als ihre Opfer, könnte man sagen. Da heißt, und da gibt es auch jede Menge Gamer, die das schon lange dann immer, wenn es diese Attacken gibt in den Medien und in der Politik, schon lange sagen, ich bin eigentlich friedlicher als die Leute, die diese Spiele nicht spielen. Und es gibt ja auch die psychologische Logik, dass einem das dabei hilft, Aggressionen, Impulse und Frustrationen abzubauen. Das ist jetzt nicht ganz das Thema unserer Videoserie hier, aber ja, okay. Das ist die Attacke. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er gemacht hat, aber das Geräusch kam mir bekannt vor. Eieiei. Trink, 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 Brüderlein. Immerhin. Hat er mich nicht mehr komplett erwischt diesmal. Oh, schon Phase 2. Das erste Mal, glaube ich, in dieser Folge, Phase 2. Gar nicht so sch. Ah! Was? Okay, wieder was gelernt. In Phase 2 kommen diese Pfeile nicht mehr aus der Richtung von Aldridge, sondern von oben. Das heißt, da helfen dann Säulen nicht mehr. So ist das mit dem Lernen und dem Sterben in diesem Spiel. Also wie gesagt, Kausalitäten sind nicht so leicht festzulegen, mit solchen Studien, aber es ist möglich auf jeden Fall. Es ist also andersrum. Es ist ausgeschlossen, dass diese Amokläufer von gewalttätigen Computerspielen zu ihren Amokläufen inspiriert werden, denn die spielen die gar nicht. Und es gibt übrigens im Sandy Hook-Massaker da in New Jersey, das noch gar nicht so lange her ist. Ging durch die Medien, der spielt, hatte ganze Nacht in seinem Keller Call of Duty gespielt. Endlos. Und deswegen ist das passiert. Und das war schon durch die Medien gegangen und alle glaubten das. Und dann stellte sich raus, der hat gespielt. Das stimmt. Aber nicht Call of Duty, sondern Super Mario Brothers. Und so ein Musik-Tanzspiel. Das heißt eigentlich das Gegenteil des Klischees. Hat genau die Sachen gespielt, von denen man sagen würde, das müssen wir. Eieiei. Okay, also jetzt muss ich vielleicht mal aufhören zu quatschen und mich tatsächlich auf Aldridge konzentrieren, dass nicht wieder eine Folge hier mit endlosem Anrennen gegen Aldridge endet, sondern dass wir den jetzt auch mal klein kriegen. Das ist zu machen, ich merke es ja schon, aber ich glaube, es ist nicht zu machen mit Quatschen.
Ich habe ja auch die wichtige Botschaft, glaube ich, schon untergebracht. Das Buch selber ist auch noch interessant. Das ist auch interessant in historischer Hinsicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass diese Computerspiel-Panik die erste dieser Art ist. Es gab in den 80ern schon mal die Panik, dass, also erstens gab es die Satanistenpanik damals und zusammen mit der, also die Behauptung, dass in Kindergärten und Grundschulen und so Satanisten am Werk sind, die die Kinder missbrauchen, die auch zusammenhing mit der Angst vor Computerrollenspielen, eben nicht Computerrollenspielen damals, die gab es natürlich noch nicht, sondern vor Pen and Paper, sondern Pen and Paper Rollenspielen. Also das Original Pen and Paper Rollenspiel ist Dungeons and Dragons, auf Deutsch ist das das Schwarze Auge. Ich komme darauf gleich zurück. Jetzt versuchen wir mal hier diesen hässlichen Wurm tatsächlich zu besiegen. Das Schwert auf zweihändig führen und dann gucken wir mal. Shit. Aber wenn das nicht alles so wahnsinnig schwerfällig wäre, dann hätte man vielleicht eine Chance. Dann ist wieder die Kamera, so dass man mich sieht. Ja, es ist wirklich Hilfe. Nein, 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 nein. Also ich möchte es ungern auf technisch zu schieben, aber das fühlt sich wirklich fast unspielbar an, immer wieder zwischendurch. Erstens läuft einfach das Spiel langsam, bin ich mir fast sicher. Also ich weiß gar nicht, muss ich mal googeln, ob das ein bekanntes Problem ist. Aber es fühlt sich für mich eindeutig so an, als würde alles sich verlangsamen. Und dadurch ist natürlich mein Rhythmus, also das, was ich vorhin gesagt habe, das einstudierte Musikinstrument bedienen, ist dadurch. Wird dadurch unmöglich. Ich weiß nicht, bin ich schneller, wenn ich das zweihändig trage? Glaube nicht. Das selber raus. Geh weg, Silver Knight. Keiner will dich. Aha! Diese wahnsinnige Schwerfälligkeit. Das ist wirklich. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass meine Ausrüstung zu schwer ist. Auch, also dass ich mich tatsächlich einfach wahnsinnig langsam bewege, aber bitte. Viele sein. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gestorben. Na doch. 10.000 immerhin. Ja. Das ist ja echt, das ist wie Zeitlupe. Wahnsinn. Ah, der schießt einen Pfeil ab. Und dann regnet es von oben runter. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen zu gucken, ob ich nicht irgendwas habe, was mich gegen Dark Magie schützt, weil von der Farbe seiner ganzen Angriffe her ist das alles Dark Magic. Vielleicht habe ich ein Schild, was dagegen. Ja. Also. Ich sehe leider wirklich ein bisschen schwarz, weil das ist alles so irrsinnig schwerfällig. Deswegen spamme ich auch die Attacken so, weil die einfach nicht kommen.
Und dann ist mein Instinkt einfach nochmal zu drücken, weil vielleicht ja, es ist ja einfach der Buttonknopf nicht angekommen, also Buttonknopf, der Druck nicht angekommen. Aber das ist es gar nicht, sondern das verlangsamt sich so massiv. Dass die Attacke wirklich Sekunden, nachdem ich sie auslöse, erst passiert. Dadurch kann ich dann wieder auf seine Attacken nicht reagieren. Das ist wirklich macht die Sache fast unmöglich. Ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll. Denn das ist ja nur nichts, was ich lösen kann. Wieder gesehen, er hat zwei Attacken ausgeführt, nachdem der schon lang weg war, weil die einfach noch im Puffer waren. Was ist das? Ich muss defensiver spielen, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich so langsam bin, darf ich keine Risiken eingehen. Wo ist er denn? Da ist er ja. Oh, wat. Ich habe noch nicht mal gesehen, woran ich jetzt gestorben bin. Puh, das ist ein mühsames Unterfangen hier. Ein bisschen was für ein Albtraum, weil die Zeit so langsam läuft. So ein bisschen, als würde man sich durch Honig bewegen, während man versucht, vor Leuten, die mit Fingern auf einen zeigen, wegzulaufen und keine Hosen dabei anhat. Okay, aber jetzt nehme ich mich doch mal selber beim Wort. Hallo. Ist das alles schwerfällig? Gucken wir nochmal, ob wir zum Beispiel ein Schild haben. Wie ist denn hier? Dark Second. 86 ist natürlich schon gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich dann doch so spielen und das Schild einsetzen. Zickzack-Methode ist sehr, sehr unzureichend. Aber gut, wie gesagt. 10 Estus-Flaschen. Ich glaube, ich bin noch kein einziges Mal gestorben, weil der Estus alle gewesen ist. Ja, du benutzt das Schild aber auch. Himmel. Okay. In der ersten Phase ist die Wolke, die er dann nach oben schießt, stationär. Deswegen kann man sich da durch die Säulen schützen. In der zweiten Phase folgt mir die Wolke, deswegen kommt es dann von oben. Meine Güte, was ist das alles? Lahm und zeitverzögert. Entsetzlich.
Ach Mann. Verschwendung von Estus? Nein. Phase 2 mal wieder. Pass auf. Diese Attackenmuster habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oh nein, nicht schon mehr das. Shit. Oh, was war das denn? Ah, sehr gut. Au. Aber wir kommen der Sache näher. Ich bin gesprungen, ich schwör's. Pfeilegewitter. Ja, ist das Gewalt? Als Übungsaufgabe für dich zu Hause beim Zuschauen. Ist das Gewalt oder ist das ein sportlicher Wettbewerb? Ups. Trink! Aua! Ich wäre ja schon. Ich kann aber die Kamera nicht, wenn es ist nicht. Nein! Nein! Oh, so knapp. Fuck. Ja, das ist das, was Dark Souls-Fans greedy nennen, gierig. Wenn man das Gefühl hat, man hat es jetzt gleich geschafft und dann plötzlich Risiken eingeht. Hätte er einen anderen Angriff ausgeführt als diesen blöden Pfeileregen, wäre jetzt tot. Hatte aber nicht. Ja, mehr wird in dieser Folge nicht passieren, das sehe ich schon. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel daraus zitiert. Ich habe es auch noch nicht komplett gelesen, nur einmal quer gelesen und ein langes Interview mit dem Verfasser gehört. No, no, you are. Naja. Ja, durchschnittlicher Arbeitsanfahrtsweg, würde ich sagen. So weit, so gut. So weit nicht so gut. Aber wir haben ja Getränke dabei.
mühsames Geschäft, dieses Aldrich Killen. Eieiei. Aua. Aua, aua, aua. Das ist auch eigentlich zu riskant. Immer diese Schlussattacke, die er vorm Abtauchen noch macht, abzuwarten, das ist keine gute Idee. Aua. Aua, aua. Nee, nicht noch ein. Lass es gut sein. Ich hab's verstanden. Du möchtest, dass ich nicht hier bin. Nein! Das ist echt schlimm. Ich habe so lange kommen sehen, dass er wieder diesen Area of Effect Angriff macht. Und dadurch, dass das Spiel so langsam ist, da habe ich Sekunden vorher schon gedrückt, dass ich jetzt entkommen will. Und das, bis die ganzen Animationen dann zu Ende sind, ist es zu spät. Ich weiß nicht, ob ich die Auflösung runterstellen kann, weil wenn das jetzt noch eine Weile so weitergeht. Ich meine, vorhin hatte ich ihn beinahe schon mal, aber es ist ein bisschen zu viel Glück für meinen Geschmack dabei. Haha. Ohne Schaden durchgekommen. Bin sehr stolz auf mich. Uff. Nee, das war dann eine Hose gegangen. Kann auch immer noch in die Hose gehen. Diese Verzögerung ist das einfach, alles bewegt sich wirklich wie in Zeitlupe. Und zwar auch nicht konstant, das ist glaube ich das eigentlich Schlimme, merke ich gerade, sondern während er weg ist, ist das Tempo auch zu. Oh nein! Ist das Tempo auch mal zwischendurch ganz normal. Und dann macht er wieder eine Attacke und dann bremst es wieder. Oh je. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon geht, aber gefühlt nähern wir uns schon wieder der Stundengrenze. Nicht sehr interessant. Es ist ganz gesund für die eigentliche, für den eigentlichen Inhalt dieser Videoserie. Weil es natürlich hilft, diese Frustrationsgefühle zu bändigen, die so mittel, würde ich sagen, funktioniert das, weil ich mich ja schon. Ich bin ja schon genervt davon und das ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Frustrationsmodul ist, was sich quasi an den Ausweg sucht. Jetzt darf sich jetzt nicht mehr über mein Versagen ärgern oder über meine Eingabefehler und dann ärgert sich es eben über die technische Unzulänglichkeit des Geräts. Aber es ist ja auch kein richtiger Ärger. Ich bin gestorben. Ja. Und ich könnte natürlich auch einfach immer warten, bis er diesen Angriff ausführt, wo er nach vorne springt. Weil dann ist er immer kurz bewegungslos. Also. Puh. Kein großer Erfolg, sag ich mal.
jetzt können wir natürlich nochmal ganz andere Dinge ausprobieren. Also erstens kann ich mal ausprobieren, ich habe ja diese ganzen Magic Damage Absorption, Dark Damage Absorption. Das könnte ich mal ausprobieren. Und, shit. Lass mich in Ruhe gucken, ihr Pfeifen. Und dann habe ich doch bestimmt noch irgendwas, womit ich die Waffe auch aufwerten kann. Und vielleicht hilft es ja. Wait 4, ja. Ja, das wiegt nichts, das kann ich drin lassen. Wait 1, dann machen wir weg. Ja, die Weight Ratio unter 50% kriegen, würde das wahrscheinlich auch ein bisschen besser mit dem. Das ist nur nicht so leicht, weil der Hauptgewicht ist leider dieses Schwert. Und das kann ich natürlich nicht ersetzen. So, Applies Fire. Was haben wir noch? Wir haben Fire. Wir haben Lacerating Effect. Ist das Bleed? Ich doch mal das aus. Wo ist das jetzt nochmal? Hier. Mal hier statt dem Lacerating Effekt. Da haben wir auch mehrere von. Und dann statt der Wurfdolche nehmen wir das Black Bug Pellet. Dark Damage Absorption. So. This better work. Oha. Jetzt ein bisschen zu nah beisammen für meinen Geschmack, aber so kann das ja klappen. Okay. Spannend. Was den Unterschied macht. Huch. Was war das denn? Ist noch einer hinter mir? Der hat sich ja noch nie eingemischt. So, einmal das Rouge auf die Waffe. Und einmal das Black Pellet in den Helden. Geht ja gut los. Nee, nee, nee. Oh, nö. Was ist jetzt? Jetzt macht er so eine Bullshit-Serie. Jetzt muss ich meine ganzen Special Goodies hier verbraten. Ne? Okay. Mal gucken, ob wir einen Bleed verpassen können. So nicht. Nein, nein, nicht diesen Scheißangriff. Es ist wirklich, dafür ist auch die Kamera echt das Letzte. Das Telegrafieren in dem Fall ist ja, dass er von oben diesen Bogen zieht und wenn die Kamera so nach unten geht, dann habe ich halt überhaupt gar keine Chance, das kommen zu sehen. Das ist schon alles nicht ideal gelöst. Ja gut. Ich habe aber den Eindruck, es macht tatsächlich einen Unterschied. Ich muss jetzt einfach auch noch... Damit, also ich, das Problem ist, dass da natürlich auch eine Zeitkomponente dann hinzufügt. Ich weiß nicht, wie lange die jeweils halten, diese Effekte. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen aggressiver spielen, aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Sondern wir lassen den mal schön seine Angriffe ausführen und wenn er dann in der Recovery ist, dann greifen wir ihn an. Ich weiß auch nicht, wenn das wirklich ein Lied sein sollte, was mein Schwert da macht. Da muss man wahrscheinlich ein paar Treffer anbringen, dass das aktiv wird bei ihm. Und dann könnte ja defensives Spiel sogar eine sehr gute Idee sein. Weil... Oh, diese Bullshit... Ah, nein! Auch wieder sowas, wenn man sich hinter das Heulen versteckt. Gut, das ist natürlich dann offensichtlich so gemeint.
verstecke mich hinter der Säule und er macht dann einen Angriff, den ich deswegen nicht sehe und der die Säule weg. Der die Säule einfach ignoriert. Das war doch jetzt ganz gut. Wo der Schaden erstaunlich niedrig ist, aber wenn wir im Blut verpasst hätten. Ja, das war super. Na, was? Wo kommst du denn jetzt schon? Nein! Was war da? Oh, es ist echt. Ich weiß, das ist auch kein gutes Zeichen fürs restliche Spielen, weil. Das ist wirklich kaum ein Spielball. Man sieht nichts und man kann nicht agieren. Und alles so zeitlupenartig. So, die Stunde gleich voll, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Ich renne hin. Und dann ist wieder, gucke ich mit der Kamera auf die Wand und sterbe. Weil keine meiner Eingaben zu einem vernünftigen Zeitergebnis im Rahmen. Ah, Mann! Auch da, ich müsste ihm eigentlich ausweichen können, glaube ich, aber es ist so schwerfällig. Das gibt's doch nicht! Oh, bitte! Jetzt ist es mal gut, mir mit Nerven. Ich glaube schon, nee, ich habe noch keinen Angriff geschafft. Jedes Mal, wenn ich gerade bereit bin, kriege ich so einen drüber. Nein, nein, jetzt renne ich da rein! Meine Güte. Also ich will jetzt, dass das aufhört, weil das ist wirklich quasi unspielbar. Das ist alles so lang zeitverzögert. Das hat jetzt 2 Sekunden gedauert von Drücken, bis der Angriff ausgeführt wurde. Hier auch wieder. Das liegt. Das nicht könnte. Oh, ist das entsetzlich. Also, hör doch mal, das gibt's doch nicht. Das ist. Also, ein bisschen Glück ist natürlich auch immer dabei. Das war jetzt, glaube ich, eine Situation, der ich nicht entkommen konnte. Jetzt sind dann bald meine Goodies aus. Und dann war es das auch mit dem Upgraden. Also, allein bis ich die drauf habe. Das dauert so wahnsinnig lang. Ich muss da eigentlich nur. Und dann. Animation dauert dann 3 Sekunden, bis das Zeug drauf ist. Also, fairerweise. Ich hab natürlich. Das kann doch nicht sein. Ich kann diesen Dingern ausweichen und immer wieder mal habe ich das Gefühl, hält das ganze Spiel. Ich höre jetzt auf zu jammern darüber, das ist ja auch wahnsinnig langweilig. Aber ich kann jetzt auch nicht inhaltlich was erzählen. Das schaffe ich nicht. 2. Oh nein! Himmel, Herrgott.
4. Ich habe 3 gedrückt. Motherfucker. Autsch, aber nicht so schlimm. Ja, das ist. Wo kommen die denn immer her? Das ist doch gar nicht mehr da. Ist auch schon ein paar Mal passiert jetzt. Fall time. Na, was? Na komm, das ist doch... Das ist echt, das ist pures Frustrationsmaterial. Aber eine Attacke nach der anderen. Ich bin die ganze Zeit im Rennen, kann nichts machen. Das Einzige, was passiert ist, dass die Stamina-Bar sich leert. Ich bin auch... habe keine Idee, was ich da machen kann. Nix, glaube ich. Wenn diese Kette von Attacken passiert, bin ich einfach tot. Ja, wenn ich jetzt nicht mich verzählt habe, ist das das letzte Mal zumindest, dass wir diesen Verteidigungspallet nehmen können. Von dem Bleed habe ich bislang auch noch keine Effekte gesehen. Vielleicht sollte man mal eine andere Aufwertung der Wache. Jetzt wird es schon wieder langsamer. Das ist irgendwas lädt hier im Hintergrund und das ist ein Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kann jetzt allmählich sehr gut nachvollziehen, was die Frustration der Leute damals bei Blight Town war. Ja, also die Pellets alle. Nein, 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 nein! Machen soll. Das ist natürlich das mit einer 2-3 Sekunden Verzögerung spielen. Und dass der Schluss aus der letzten, den ich aus der letzten Folge mitnehme, ist, eigentlich muss ich jetzt aufhören, weil das ist nicht zu machen. In dem Moment, in dem ich sehe, dass dieser Angriff passiert, bin ich schon, habe ich die nächsten 2-3 Sekunden. Die laufen schon ohne meine Kontrolle ab, weil das alles so verspätet zum Input führt. Das heißt, wenn der Angriff stark genug ist, dass er mich in 2-3 Sekunden umbringt, wenn ich ihn nicht ausweiche. Und ich kann ja nicht ausweichen, weil ich zu langsam dafür bin. Ja, das ist auch super. Toll. Ja, vielen Dank. Himmel, Herrgott. Ist das nervig. Das ist, glaube ich, auch komplette Verschwendung, was ich da mache. Ah, nein, dieser... Ja klar, noch 2 bitte. Das gibt's doch nicht! For fuck's sake. Gut, ja, sehr schlechte Stoizismuswertung, aber ich bin jetzt allmählich auch echt genervt. Nicht nur das durch technische Mängel unspielbar wird. Diese Attacken sind auch echt... Also das wird, wie gesagt, daran liegen, dass ich so schwer bin. Equipment Load 57%, aber das kann ich kann das nicht reduzieren. Ich kann nur eine viel schwächere Waffe nehmen und das macht ja keinen Sinn. Ich kann jetzt mal probieren... Magic, Dark,
Poison. Ich habe gar kein Lightning. Ach doch. Ach so, das sind die Pine Bundles. Fire wird er ja nicht schwach gegen sein. Dunkai. Dann machen wir mal Lightning. So, gegen Dark verteidigen hat jetzt eh nicht viel gebracht, obwohl ich das. Na, jetzt ist eh egal, ich habe ja keins mehr. Vielleicht habe ich ein bisschen länger überlebt mit diesem Zeug drauf. Bin ich sicher. So, jetzt mal gucken, wann es langsam wird. Ein bisschen Forschung unternehmen. Ah, vielleicht ist das Problem auch. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Das Problem ist natürlich, dass dieses Rennen auch nicht instantan ist in Dark Souls, sondern dass wenn man den Button drückt, der die Figur beschleunigt, muss das ja erstmal. Okay, das geht immerhin durch Schild. Das macht einen Unterschied. Das ist auch gut zu wissen. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorge, weil ich gefühlt. Ja, ist jetzt gleich zu Ende. Okay, dann stoppe ich doch hier mal die Aufnahme. Während er sowieso lädt. Und starte die direkt neu. Ein oder zwei Versuche mache ich noch, aber irgendwann muss die Folge dann ja auch zu Ende sein. So, 3, 2, 1, 3, 2, 1 und los geht's. Jetzt machen wir das mal andersrum. Und das geht schnell. Nee! Was war das denn? Ah. Okay, also. Wertung sinkt immer weiter. Was das Stoizismus angeht. Ja, jetzt am besten noch sterben auf dem Weg dahin. Ist denn das Pine Bundle überhaupt noch aktiv? Ich sehe gar nichts an der Waffe. Meine Güte. Komm. Das ist doch nicht wahr. Ich muss doch eine Chance kriegen, auf diese Scheiße zu reagieren. Oh, come on! Das gibt's doch nicht! Ja. Also, im Sinne der letzten Folge. Im Sinne dieser Folge, obwohl mich das jetzt ziemlich frustriert, macht es mich nicht gewalttätig. Aber im Sinne der letzten Folge ist jetzt gleich das Maß voll und der Punkt erreicht, an dem ich auch aufhören muss. Weil allein die Tatsache, dass die meiste Zeit, in der das hier schief geht, das nicht an was liegt, was ich mache, sondern es im Prinzip einfach nur Glückssache ist. Und das ist ja eh bei diesem Spiel, das ist ja auch, da gibt es ja genug Spieler, die sich darüber auch beschweren. Eine große sogenannte RNG-Komponente hat. Das steht für Random Number Generated. Also einfach Dinge, die, wenn man Pech hat, macht er halt viermal hintereinander seinen schlimmsten Angriff. Und egal wie gut man ist als Spieler, hat man keine Chance, sich dagegen zu wehren.
Wieso hat der mich jetzt getroffen? Ich verstehe die, ich verstehe das auch alles nicht. Dass auch die Verzögerung ist, ich bin ihm einfach eigentlich in dem Moment, in dem ich dachte, der wird jetzt ausgelöst, bin ich ausgewichen und aus irgendeinem Grund ist er mir hinterher. Das hat auch schon x-mal funktioniert. Ich glaube, das liegt auch an diesen Timing-Problemen. Ja, also. Ich kann da. Ich, also, die einzige Chance, die ich sehe, ist, die Auflösung runterzuschalten. In der Hoffnung. Aber ich glaube, die ist schon. Es gibt, glaube ich, nur zwei Einstellungen: 1080 und 720. Und die steht schon auf 720. Das heißt, ich habe auch gar keine Luft mehr. Was ist denn jetzt wieder? Ich verstehe das alles. Ich habe gerade geblockt. Und ohne dass ich gesehen hätte, wo der Angriff herkam, war plötzlich meine ganze Health weg. War klar. Das habe ich vorhin schon mal vergessen. Nein! Reingerollt. Ja, jetzt bin ich nicht weggerollt und er hat mich nicht getroffen. Das ist alles so inkonsistent. Na gut. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Oh, was für ein Bullshit. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wenn ich mir das nachher selber anschaue, ob man das erkennen kann, wie schwerfällig das ist. Aber das fühlt sich wirklich an, als würde mich jemand festhalten beim Spielen. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist alles... Wir warten durch Zero. Danke, dass ich gar nichts sehen durfte. Zum Glück habe ich es ja überlebt, aber... Ja, ist klar. Oh, ist das... Ja, also ich glaube, wenn man das... so eine psychologische Studie daraus macht und mein Video anguckt und immer wieder mal Wertungen für mein Frustrationslevel zeichnen, dann kann man so eine schöne lineare Kurve zeichnen, wo es immer weiter rauf geht. Fortschritt ist null bislang. 0,0. Alles, was ich mache, ist hier raufrennen und scheitern. Über eine Stunde lang jetzt. Und ich meine, fairerweise, ich weiß das aus anderen YouTube-Filmen über diese Spiele. Das ist gar nichts. Es gibt auch Leute, die einzelne Bosse irgendwie 30 Mal probieren, bis sie es endlich schaffen. Und aufgrund der technischen Schwierigkeiten ist das für mich hier definitiv so einer.
Was ist denn jetzt wieder passiert? Ach Mann! Also, es ist wirklich. Ja, ich muss das beenden. Das Video wird zu lang. Fortschritt 0. Fortschritt eine glatte 6. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich besser geworden bin im Bekämpfen von Aldridge, sondern schlechter. Und inhaltlich habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ich unterbreche das hier. Ich mach ein neues Video. Beziehungsweise... Ja, nee, muss ich ja. Ich mache ein neues Video. Vielleicht zeige ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt wirklich noch 30 Mal da reinrennen muss. Das will ja keiner... Das will eh schon keiner sehen, aber das will bestimmt keiner sehen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs... War jetzt auch inhaltlich nicht so super interessant. Die Hauptbotschaft ist, Spiele machen nicht gewalttätig. Das hätte man auch in wenigen Sekunden sagen können, statt hier eine Stunde lang Blödsinn zu machen. Bis zum nächsten Mal.